das Infotainment-System. Hier haben wir die Navigationsansicht. Durch mehrmaliges Drücken kann man hier immer hin und her switchen. Wir nehmen jetzt mal ein neues Ziel. Buxtehude, Niedersachsen, da starten wir einfach mal. Er macht wählen Sie eine Route. Drei Vorschläge für Routen. Dann nehmen wir jetzt mal die erste. Wenn uns das Ziel liegt in der angezeigten Richtung. Jetzt fällt uns ein, wir wollen aber noch ein zweites Ziel ansteuern. Auch das geht. Wir legen jetzt einfach mal eine Tiste hinzufügen oder starten. Wenn ich jetzt starten drücke, fahren wir direkt dorthin. Und wenn ich hinzufügen mache, die Route wird berechnet. Dann wird das entsprechend mit einkalkuliert. Das Zwischenziel liegt in der angezeigten Richtung. Das können wir dann auch in der Übersicht sehen. Also jetzt führt er uns nicht direkt nach Buxtehude, sondern erstmal zum Zwischenziel 1. Hier oben sehen wir dann ganz übersichtlich gemacht die Entfernung, wann wir ungefähr da sind, die aktuelle Uhrzeit, dass die Radiolautstärke gerade ausgeschaltet ist, Bluetooth ist aktiv, wir können sehen, wie viel Akku das Handy hat und wir haben 4 von 5 Balken Empfang. Es herrschen gerade 4,5 Grad draußen. Wunderbar. Wenn ich jetzt ein Ziel löschen möchte, dann gehe ich einfach auf Route, Zielführung stoppen und er fragt mich, ob wir das nächste Ziel überspringen wollen. Die Route wird berechnet. Zack, die Neuberechnung erfolgt. Das Ziel liegt in der angezeigten Richtung. 3,2 Kilometer, alles wunderbar. Dieses System arbeitet zügig, das ist völlig in Ordnung. Man kann damit arbeiten, ohne dass man irgendwie ausgebremst wird. Auch kleinere Änderungen, das macht er alles wunderbar. Wir haben dann als weitere Punkte Meilenziele, Sonderziele. Hier werden nur 3 angezeigt, aber man kann über die Routeneingabe auch noch andere Sachen eingeben. Man kann verschiedene Ansichten auswählen. Zum Beispiel hier diese ganze Routenansicht. Die Zielumgebung, 3D, dann guckt man so ein bisschen quer drauf oder einfach platt von oben, 2D. Ich mache mir ganz gerne 3D, dann gibt es Auto Tag und Nacht. Auto funktioniert hier wunderbar, also es ist sowohl abends als auch tagsüber wunderbar ausgeleuchtet. Wir haben hier noch Ansicht der Sonderziele, also zum Beispiel Tankstellen angezeigt werden. Und wir haben die Möglichkeit, ein Zusatzfenster einzublenden. Das ist im Prinzip auch das, was hier auftaucht, wenn wir die Karte dann drüben im Display rüber switchen. Dann kann man hier noch Ansagen. Das Ziel liegt in der angezeigten Richtung. Nochmal wiederholen oder die entsprechende Lautstärke anpassen. Dann gibt es auch ein Setup. Hier können wir Routenoptionen, ökonomisch, häufigste Route, dynamische Route, Autobahn vermeiden, Fähren, Maut, Tunnel, Vignetten, Straßen vermeiden. Da sollte man nochmal drauf achten, das ist der Unterschied, ob man auf einer Mautstraße fährt oder ob man eine Vignette braucht. Ah, hier kann man auch noch Anhänger berücksichtigen, das ist ja auch ganz schön. Und neben ökonomisch gibt es dann auch schnell und kurze Route. So, wir können den Speicher verwalten, Höchstgeschwindigkeit, die Information zu dem jeweiligen Land, in dem man sich gerade befindet, Versionsinformation. Das hier ist ECE 1 2018-19. Dann haben wir hier die Karte. Verkehrszeichen anzeigen, Spurempfehlungen, Favoriten anzeigen, Sonderzeichen, Markenlogos verwenden. Dann haben wir die Navigationsansagen. Hier können wir die Lautstärke festlegen. Die kann man natürlich auch während die Ansage getätigt wird, kann man natürlich auch hier ganz normal über die Lautstärkeregelung das dann entsprechend anpassen. Entertainment-Absenkung, das heißt also, wenn ich zum Beispiel Radio anhabe, dann wird das Radio entsprechend abgesenkt, damit ich dann die Ansage auch hören kann. Keine Ansagen während eines Anrufes kann man hier aktivieren und Hinweis zu Sonderzielen, Tankoptionen, Tankwarnung und hier kann man dann auch noch eine entsprechende Tankstelle hinterlegen.
die man dann vielleicht favorisiert. Und Tankwarnung, wenn der Tank sich dem Ende neigt. Erweiterte Einstellungen, Zeitansage, das kann man ja auch nochmal anstellen. Entweder die Fahrzeit oder die Ankunftszeit. Statuszeile, könnte entweder Ziel oder Zwischenziel sein. Hinweis, Ländergrenze überqueren. Oder wir können hier zum Beispiel auch in den Demo-Modus gehen und entsprechend uns ein Demo anzeigen lassen. Aber das lassen wir jetzt mal. Ihr habt ja schon gesehen, wie das System arbeitet. Das zum Navigationssystem. Hier gibt es App. Das heißt also, wir können das Telefon damit verbinden. Dafür gibt es hier unten eine entsprechende USB-Buchse. Und dann kann man das damit dann verbinden. Also ein großer USB und ein kleiner. Ich mache das mal einmal. Mal sehen, was jetzt passiert. USB 1 wird gelesen. Android Auto wählen wir. Bitte verachten Sie, okay. Die Verbindung wird jetzt wohl hergestellt. Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Bitte prüfen Sie das Gerät auf mobile Unterstützung. Aber ich persönlich bräuchte es auch nicht, wenn das Navigationssystem hier ist und auch entsprechend aktiv ist. Das heißt, wir gehen jetzt weiter zu K. In K haben wir im Prinzip das Active Display, welches wir konfigurieren können. Verbrauch, Beschleunigung, Audio, Höhe, Kompass, Zielinformation, Reichweite, Verkehrszeichenerkennung, Zielführung, Fahrzeit, Fahrstrecke, Verbrauch, Beschleunigung. Gut, dann sind wir einmal rum und auf der rechten Seite kann man das natürlich auch entsprechend konfigurieren. Dann haben wir Komfortverbraucher. Hier kann man zum Beispiel sehen, zumindest wenn das Auto an ist, was zum Beispiel die Spiegelheizung oder die Klimatisierung oder die Sitzheizung an Verbrauch hat. Fahrdaten, auch ganz interessant. Hier gibt es verschiedene Menüs. Wir haben jetzt hier 720 Kilometer Reichweite. Langzeit hat das Auto einen Verbrauch von 8 Litern. Ich vermute mal, da sind auch viele Autobahnfahrten mit bei. Abtanken, Abstart. Ja, das liegt alles über 7 Liter. Ich denke, wenn man human fährt, kann man auch unter 7 Liter, also vielleicht 6,8, 6,5, durchaus mal fahren. Dann schauen wir noch einmal in den ZinkBlue-Trainer. Hier kann man dann zum Beispiel in Fahrminuten sehen. Das wird jetzt aber gerade nicht angezeigt. 7,4. Hier haben wir dann eine Tabelle mit den verschiedenen Werten. Fahrzeugstatus. Bitte Licht einschalten. Start-Stopp ist aktiviert. Hier kann man den Reifendruck einstellen. Fahrzeugstatus hatten wir auch gerade schon. Dann sind wir in diesem Menü durch. Dann können wir mal ins Radio gehen. Achso, hier kann man dann im Prinzip den Sender entsprechend wechseln. Das ist ja auch ganz hilfreich. Ich stelle das mal zurück auf Active Info. Und dann haben wir hier die normale Menüübersicht. Das ist im Prinzip ähnlich auch wie bei dem Seat-Video, was wir schon mal gemacht haben. Aber dieses System arbeitet einfach schöner, besser, flüssiger, schneller. Mediencontroller, Bilder, Setup, Klang, Klimatisierung. Klang können wir nochmal reinschauen. Lautstärke, Tiefen, keine Navigation bei Anruf. Touchscreen, Ton kann man aktivieren, wenn man das gerne möchte. Navigation, Fahrzeug, Verkehr. Mal gucken, was er hier hat. Für die Route haben wir jetzt gerade nichts, aber die ist auch sehr kurz. Aber hier können wir zum Beispiel alle nehmen im Umkreis Hamburg. Jetzt nehmen wir zum Beispiel mal B. A7 Hamburg-Flensburg. Da haben wir zum Beispiel 5 Kilometer stockender Verkehr. Gemeldet von NDR1. Da kann man sich dann verschiedene Sachen anschauen lassen. Es macht natürlich Sinn, wenn man das auf seine persönliche Route einstellt. Telefon habe ich jetzt bereits verbunden. Wenn man noch nicht verbunden ist, dann kann man das entsprechend machen. Das funktioniert auch relativ einfach. Ich kann das ja noch einmal zeigen. Jetzt sind wir quasi bei 0. Mobiltelefon suchen.
Ergebnisse anzeigen. Hier haben wir das entsprechende Telefon. Ich bestätige das einmal. Dann wird das Passwort bestätigt, auch auf dem Handy einmal. Jetzt wird die Verbindung hergestellt. Und damit ist es schon verbunden. Ich kann dann einfach auf Nummer wählen gehen oder auf Kontakte oder in die Anrufliste. Dann haben wir Voice. Das funktioniert hier aber nicht, weil das, also sprich die Sprachbedienung nicht aktiviert ist. Dann haben wir Media, das ist im Prinzip Bluetooth Media. Jetzt könnte ich vom Handy hier irgendwas abspielen oder ich könnte eine andere Quelle per USB verbinden oder offensichtlich auch per Bluetooth. Radio, sehr schön gemacht hier die verschiedenen Symbole für die Sender. Es ist nicht alles konfiguriert. Wesentlich finde ich immer die Senderliste, die dann auch entsprechend sortiert ist. Das kann man jetzt nach Gruppen, Genre oder Alphabet machen. Für mich passt das so. Ich kann euch noch mal eine Sache zeigen. Wir gehen auf K und wir gehen auf Setup. Hier sind noch ganz viele Systemsachen hinterlegt. Also hier ist zum Beispiel das ESC aktiviert. Das könnte man auch ausmachen, wenn man das will. Hier kann man zum Beispiel was zum Reifen einstellen oder eine Geschwindigkeitswarnung hinterlegen. Für Winterreifen ist ja auch ganz sinnvoll. Hier können wir Licht konfigurieren, Einschaltzeit, automatisches Fahrlicht bei Regen, Komfortblinken, Reisemodus ist Rechtsverkehr, das kann man auch noch anpassen. Die Innenraumbeleuchtung, Coming Home 30 Sekunden, Leaving Home wird heißen, ich gehe zum Auto und Coming Home bedeutet, ich stelle das Auto ab. Da gibt es jetzt unterdessen auch zwei unterschiedliche Einstellungen. Das ist ja ganz schön. Jetzt die Fahrerassistenzsysteme ACC. Im Fahrprogramm kann man Eco, Komfort, Normal oder Sport. Das heißt also, wenn ich im ACC aktiv bin, wird er dann entsprechend agil oder normal oder komfortabel beschleunigen. Der Abstand kann auf mittel, groß, sehr klein eingestellt werden. Man kann das da auch nochmal so festlegen, dass immer der letzte Stand festgehalten wird. Also sehr groß und groß ist im Stadtverkehr schon ziemlich schwierig, weil einem dann ständig Leute vor das Auto fahren. Sehr klein ist auch nicht unbedingt so entspannt, aber das Auto sollte ja eigentlich entsprechend dann alles überwachen. Die das Umfeldbeobachtungssystem Front Assist. Hier haben wir aktiv die Vorwarnung, spät, mittel, früh, die Abstandswarnung anzeigen. Der Lane Assist, also der Spurhalteassistent, der übernimmt quasi das Steuer. Wenn man länger nicht an Steuer geht, dann gibt er halt einem, also ich schätze mal 15 Sekunden ungefähr, dann kommt eine Meldung, dass man das Steuer wieder übernehmen soll. Der Side Assist, also der Spurwechselassistent, ist aktiv. Hier kann man noch die Helligkeit einstellen dafür. Und die Verkehrszeichenerkennung soll im Kombi-Instrument eingeblendet werden. Optische Warnung. Und hier kann man auch einstellen, wenn man die Geschwindigkeit überschreitet, ob man gewarnt werden soll. Wir hatten ja beim Seat Leon das Problem, dass immer wieder bei dieser Einstellung dann gewarnt wurde, wenn ich den Tempomaten auf 50 einstelle, dass er manchmal einen Tick drüber war. Anhängerrelevante Einstellungen, Schilder einblenden. Die Müdigkeitserkennung und der proaktive Insassenschutz ist aktiv. Das ist ja gar nicht schlecht. Parken, rangieren, da gibt es auch noch so einiges zu entdecken. Der ist automatisch aktiv. Lautstärken an unterschiedlichen Ecken und das Infotainment-System kann auch hier abgesenkt werden. Rangierbremsfunktion ist aktiv. Ausparkassistent ebenfalls aktiv. Nächste wäre die ambiente Beleuchtung. Hier gibt es allerdings nur zwei. Das heißt, hier in den Türen und einmal hier unten im Fußraum einen Bereich, den man dann entsprechend konfigurieren kann. Der ist jetzt hier zum Beispiel auf Maximum gestellt. Und der hier drüben ist so ein bisschen weniger in den Seiten, die Lichtbänder. Dann haben wir Spiegelwischer, Spiegel synchron verstellen, absenken im Rückwärtsgang, einklappen bei Verriegeln, das ist hier auch elektronisch, Scheibenwischer automatisch wischen bei Regen, Heckwischen im Rückwärtsgang, also dass, wenn man da losfährt, dass das auch einmal frei gewischt wird. Öffnen und schließen,
alle Fenster, alle Türen. Also hier kann man, das ist die Komforteinstellung. Das heißt, man kann über die Fernbedienung dann zum Beispiel die Fenster alle schließen und das hier entsprechend einstellen. Also das könnte man zum Beispiel auch ausstellen. Türentriegelung. Alle Türen oder nur Fahrertür oder nur fahrzeugseitig. Die automatische Verriegelung ist aktiviert. Dann kommen wir zum Kombi-Instrument. Hier ist die Einstellung für das Active Info Display. Also kann man auch hier drüber auswählen. Aber das hatten wir im Wesentlichen. Hier kann man Komfortverbraucher, Eco-Tipps, digitale Geschwindigkeitsanzeige, Öltemperatur, die Verkehrszeichenerkennung, die Fahrdaten, kurz, lang, ab Start und hier ganz auch wichtig, den Wegstreckenzähler im Kombi-Instrument zurücksetzen. Das kann man nämlich am Kombi-Instrument, zumindest bei dem Active Display, selbst so nicht. Dafür muss man hier dann reingehen oder wahrscheinlich auch über das Menü da drin. Aber es gibt keinen separaten Schalter. Zeit, Datum, die Quelle ist GPS, Sommerzeit, Datumsformat. Das kann man hier nochmal einstellen. Dann gibt es Einheiten. Falls man mal woanders hinfährt, in Meilen zum Beispiel, kann man das auch umstellen. Kraftstoffverbrauch pro 100 Liter oder auch in US- oder UK-Währungen. Service. Der Service ist bei diesem Auto in 9700 Kilometern fällig. Der Ölwechsel ebenfalls oder 544 Tage. Und dann sind wir auch schon einmal durch im Infotainment-System. Ich denke, mit diesem Video seid ihr auf dem Laufenden. Hat euch dieses Video gefallen? Abonniert uns gerne. Es wäre ein tolles Dankeschön. Bis bald. Tschüss.